Wenn ich an das Wort Unternehmer denke, dann kommt mir direkt ein Bild von Richard Branson in den Kopf. Der Typ mit langen, wehenden Haaren, dem kein Risiko zu groß ist und der ständig neue Unternehmen startet. Das ist aber nur die eine Seite des Briten. Denn hinter dem milliardenschweren Unternehmer steckt eine interessante Geschichte, die nur die wenigsten kennen. Hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Manuel Gonzalez und auf diesem Kanal zeige ich dir, wie du deine Leidenschaft und deine Lebensaufgabe findest, wie du daraus ein Business machst und dein Leben und dein Business nach deinen Regeln gestaltest. Wenn das für dich interessant klingt, dann klicke auf Abonnieren und auf die kleine Glocke, um keines der Videos mehr zu verpassen, jeden einzelnen Montag. Bransons Schulleiter sagte damals, dass Richard mit 21 Jahren entweder Millionär oder im Gefängnis ist. Mit beiden sollte er irgendwie dann tatsächlich recht behalten. Bevor wir uns aber ans Eingemachte machen, will ich noch ganz kurz über das Marketingfest sprechen. Das ist nämlich der Sponsor für dieses Video. Und wenn du willst, dass wir beide uns mal persönlich sehen, wenn du wissen willst, wie du dein eigenes Business aufbauen kannst und wenn du andere Leute wie dich kennenlernen willst, dann klicke einfach auf den ersten Link in der Infobox und wir sehen uns beim Marketingfest. Zurück zum Thema. Wenn wir uns die Geschichte von Richard Branson ansehen, dann sollten wir ganz vorne anfangen. Schließlich muss man feststellen, dass Branson von Anfang an unternehmerisch interessiert war. Und das lag vor allem an seiner Erziehung. Seine Mutter setzte ihn als Kind kilometerweit vom Haus seiner Großeltern aus, damit er selbst den Weg finden würde. Solche alternativen Erziehungsmethoden waren sicherlich mitverantwortlich für seine frühen unternehmerischen Ambitionen als Kind. So kam es auch, dass Branson schon in frühen Jahren Weihnachtsbäume anbaute und Wellensittiche züchtete. Alles mit tatkräftiger Unterstützung seiner Mutter, die Branson als einen der größten positiven Einflüsse seines Lebens sieht. Während es im Business von Anfang an gut für ihn lief, war das in der Schule nicht ganz der Fall. Dort konnte er aufgrund seiner Leseschwäche kaum mithalten und wechselte mehrmals die Schule. Mit 16 entschied er sich dann endgültig dazu abzubrechen. Vom Schulsystem befreit widmete er sich seinem eigenen Magazin Student. Die erste Ausgabe erschien im Jahr 1966. Branson verteilte mit seinem Team ganze 50.000 kostenlose Exemplare und nahm lediglich $8.000 durch die Werbung im Magazin ein. Auch wenn er viel Leidenschaft für das Geschäft hatte, war das Magazin nicht wirklich profitabel. Seine nächste Unternehmung war dann ein eigener Plattenladen. Der wurde übrigens durch eine teure Halskette finanziert, die seine Mutter auf der Straße fand und nach einigen Monaten im Pfandbüro dann verkaufte. Auf den Plattenladen folgte schließlich ein eigenes Plattenlabel und ein Aufnahmestudio. Alles unter dem ikonischen Namen Virgin. Der Name stammt von Branson und seinem Kollegen Nick Powell, weil sich die beiden zu dem Zeitpunkt selbst als komplette Unternehmerneulinge gesehen haben. Unter diesem Label verpflichtete Richard Branson dann Bands wie die Rolling Stones, Sex Pistols oder Culture Club. Das Label war ein voller Erfolg, zumindest bis Branson es wieder verkaufen musste. Dazu kommen wir gleich noch. Zuerst sollten wir aber darüber sprechen, warum Branson im Gefängnis war. Das Ganze geschah nämlich im Jahr 1971 und der Grund war, dass Branson vortäuschte, seine Platten zu exportieren, um Steuern zu sparen. Das flog dann schnell auf und führte zu einem kurzen Gefängnisaufenthalt. Nach eigenen Angaben war die Nacht im Gefängnis einer der wegweisendsten Momente in Bransons Leben. Schließlich hatte sein Schulleiter recht behalten, Branson war mit 20 Jahren im Gefängnis. Aber er war noch kein Millionär. Das sollte sich allerdings schnell ändern, denn in den Folgejahren machte Branson dutzende Unternehmen unter dem Namen Virgin erfolgreich. Dabei waren es vor allem seine Marketing-Stunts, die für Aufmerksamkeit sorgten. Immer wenn eines seiner neuen Unternehmen an den Start ging, tat er alles, um Aufmerksamkeit zu erregen. Besonders bekannt sind dabei die Weltrekorde, die er aufstellte. Er hatte den Atlantik so schnell überquert wie kein anderer und er war der Erste, der sowohl den Atlantik als auch den Pazifik in einem Heißluftballon überflog. Die Reisen liefen allerdings nicht immer nach Plan und so hat Branson nach eigenen Angaben schon mehrmals seinen letzten Willen niedergeschrieben, weil er nicht wusste, ob er in einem Stück nach Hause kommen würde. Solche dramatischen Episoden sorgten für noch mehr Aufsehen um Branson und immer wenn eines seiner Schiffe versank, war er auf jedem Nachrichtensender zu sehen. Diese Aufmerksamkeit kam dann wieder seinem neuen Unternehmen zugute. Man könnte also meinen, dass selbst die gescheiterten Weltrekorde ein voller Erfolg waren. Dieses Marketinggeschick war allerdings nicht immer ausreichend, um seine Unternehmen erfolgreich zu machen. So musste er sein Plattenlabel nach wenigen Jahren wieder verkaufen und einige seiner Unternehmungen scheiterten komplett. Das beste Beispiel dafür ist Virgin Cola. Die Einführung des Zuckerwassers sah so aus, dass Bransons Mitarbeiter einen riesigen Stapel an Coca-Cola-Dosen auf dem Times Square in New York aufstellten. Anschließend stieg Branson in einen Panzer und fuhr durch diesen riesigen Stapel hindurch. Dann öffnete er die Luke und trank eine Virgin Cola. Auch wenn ihn das Unterfangen in die Nachrichten brachte, war es nicht genug, um gegen die amerikanische Konkurrenz anzukommen. Nach anfänglichen Erfolgen musste die Produktion von Virgin Cola 2012 eingestellt werden. Ein gescheitertes Unternehmen ist allerdings kein Beinbruch für Branson. Schließlich umfasst seine Virgin Group inzwischen ganze 400 Unternehmen in den verschiedensten Branchen.
Eines seiner bekanntesten Projekte ist dabei wohl Virgin Airlines. Die Fluggesellschaft entstand, als er mit seiner Frau Joanne in Puerto Rico Urlaub machte und ihr Rückflug gecancelt wurde. Während die hunderten Reisenden lange Gesichter machten, schnappte sich Branson einfach sein Handy und organisierte ein Flugzeug, das man mieten konnte. Anschließend fertigte er sein Schild an, auf dem Virgin Airlines stand, und verkaufte den gestrandeten Passagieren einen neuen Sitzplatz für $39. So war die Idee einer eigenen Airline geboren, die Monate später zur Realität wurde. Vielleicht denkst du jetzt, dass es ziemlich verrückt ist, einfach so eine Airline zu starten, besonders weil ein Flugzeug Unsummen kostet. Branson ist aber nicht so risikofreudig und gedankenlos, wie es manchmal aussieht. Im Gegenteil, er ist äußerst smart darin, potenzielle Verluste zu minimieren. So handelte er auch mit dem Verkäufer seines ersten Flugzeugs aus, dass er die Maschine wieder zurückgeben durfte, falls es doch nichts mit der Airline werden sollte. Wahnsinn. Dieser Fall trat allerdings nie ein. Virgin Airlines ist ein voller Erfolg und das Unternehmen trägt seinen Teil zu den 19,5 Milliarden Pfund Umsatz des Virgin Imperiums bei. Flugzeuge sind allerdings nicht das einzige Transportmittel in Bransons Arsenal. In der Virgin-Gruppe sind auch noch Zug- und sogar Raumfahrtunternehmen. Mit seinem Interesse für Raumfahrt schließt sich Branson seinen Milliardärskollegen Elon Musk und Jeff Bezos an. Auch wenn das erste Testraumflugzeug zerstört wurde, beförderte Virgin Galactic mittlerweile über 700 Menschen ins All. Falls du dich für einen dieser Flüge interessierst, solltest du allerdings mindestens $200.000 auf der hohen Kante haben. Das ist nämlich der Preis für einen der Zero-Gravity-Flüge. All diese Unternehmungen und Bemühungen führten im Jahr 2000 schließlich dazu, dass der geborene Brite sogar zum Ritter geschlagen wurde. Und das, obwohl er nicht einmal Steuern in England zahlt. Sein Imperium wird nämlich von einer komplizierten Offshore-Struktur gemanagt und spart so einiges an Steuern. Richard Branson ist allerdings keiner, der das Geld allein für sich nutzt. Schließlich engagierte er sich schon mit 17 Jahren für wohltätige Zwecke. Seitdem gab er Unsummen für insgesamt 39 wohltätige Zwecke aus und er plant, nach eigenen Angaben über $3 Milliarden in den Kampf gegen den Klimawandel zu investieren. Du merkst schon, dass der Typ auch in seinen späten 60ern noch einiges vorhat. Und vielleicht fragst du dich jetzt, wie um alles in der Welt er das alles unter einen Hut bekommt. Nun, wenn man ihn fragt, warum er so erfolgreich ist, dann lautet seine Antwort, dass sein Talent darin besteht, Menschen zusammenzubringen. Das hat er mit seiner ersten Firma gemacht und das macht er auch heute noch so. Schließlich wäre es sonst schwierig, 400 Unternehmen von einer Hängematte auf der eigenen Privatinsel zu betreiben. Sein Geschick im Umgang mit Menschen sorgte auch dafür, dass er das erste Treffen zwischen Nelson Mandela und dem Dalai Lama organisierte. Aus diesem Treffen entstand schließlich die Gruppe The Elders, die aus Friedensnobelpreisträgern, ehemaligen Politikern und dergleichen besteht. Zu seinen Lebzeiten hat Nelson Mandela die Gruppe selbst geführt und die Mitglieder setzen sich auch heute noch für Frieden und Menschenrechte auf der ganzen Welt ein. Lass uns also nochmal zusammenfassen, denn wie du siehst, steckt mehr hinter Richard Branson, als man auf den ersten Blick sieht. Er ist nicht nur die wilde, risikofreude Unternehmersau. Richard Branson ist bedacht und er setzt seine Stärken bewusst ein, um Menschen zusammenzubringen und Neues zu schaffen. Egal, ob es eine Airline, ein Raumfahrtunternehmen oder ein Rad aus den einflussreichsten und vielleicht sogar warmherzigsten Menschen der Welt ist. Dabei ist er nicht so risikofreudig und gedankenlos, wie man denken möchte. Und das bringt uns auch zum Sponsor des heutigen Videos, coachwerden.de. Denn du musst weder deine Schule noch deinen Job schmeißen, wenn du dein eigenes Business starten willst. Wenn du nebenbei dein eigenes Online-Business starten möchtest, das dir gutes Geld einbringt und anderen Menschen wirklich weiterhilft, dann kann ich dir nur ans Herz legen, darüber nachzudenken, Coach zu werden. Wenn du Experte auf einem bestimmten Gebiet bist oder bereit bist, Experte zu werden, dann gibt es Unmengen von Menschen, die genau deine Hilfe suchen und bereit sind, dafür Geld auszugeben. Und wenn du wissen willst, wie du daraus ein eigenes, ortsunabhängiges und auch lukratives Business machen kannst, dann klicke auf den zweiten Link in der Beschreibung. Ich danke dir fürs Zuschauen und ich freue mich drauf, dich beim Marketingfest zu sehen. Dazu geht's über den ersten Link in der Beschreibung. Und jetzt schreib mir gerne mal in die Kommentare, was du von Richard Branson hältst. Ist das jemand, an dem du dich orientierst? Ist er vielleicht sogar ein Leitbild für dich oder sogar ein Vorbild? Schreib's mir in die Kommentare. Branson ist definitiv eines meiner Leitbilder und er ist ein krasser Typ und wir haben viel gemeinsam, zumindest von meiner Perspektive aus. Und wenn wir gerade schon bei Leitbildern sind, lass uns kurz auch nochmal über das Marketingfest sprechen. Schließlich sprechen dort einige der erfolgreichsten Online-Marketing-Experten und Speaker Deutschlands. Mit dabei sind Christian Bischoff, Chris Steyers und viele mehr. Letztes Mal waren über 700 Leute mit am Start und wenn du selbst wissen willst, wie du dein eigenes Online-Business aufbauen kannst, dann bist du am 22.09. in Offenbach bei Frankfurt am Main genau richtig. Auf dem Marketingfest wirst du Menschen treffen, die genauso ticken wie du. Menschen, die Ziele haben und Gas geben und auf Menschen wie dich stehen. Und ich würde mich ehrlich freuen, wenn du ebenfalls mit dabei bist. Mit dem Code YouTube sparst du dann auch 20% auf dein Ticket. Also, wenn du mit am Start sein willst, dann klicke auf den ersten Link der Infobox und wir sehen uns vor Ort. Ansonsten gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat und lass einen Kommentar da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wie immer alles Gute, viel Spaß und ciao.